Jetzt darfst du nochmal klatschen. Jawohl, das war professionell. Zweimal, dreimal geklatscht und nicht aufgenommen. Okay. Ich würde mal sagen, fangen wir an. Was geht ab? Was geht bei dir ab? Alles. Alles, was dich angeklebt ist. Ja, außer Tisch und Stühle, sagt man. Genau. Ja, stell dich mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen oder kennenlernen sollen müssen. Yo, ich stelle mich kurz vor, falls die Leute mich nicht kennen. Ich bin Lumara, hallöchen. Ich bin Rapperin und ihr seid gerade auf meinem Music Space gelandet und jetzt wird gleich was ganz Tolles passieren. Okay, ich habe ein Attentat auf dich vor, oder wir eher? Bist du bereit? Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Bist du gespannt? Ja. Okay, ich habe hier so eine geile Box. Aha. Ja, easy. Mhm. Wir haben ein Spiel vorbereitet. Ja. Das heißt MFK. Mhm. Kennst du das? Nein. Eigentlich heißt es Mary Fucking Kill. Fucking habe ich mir schon gedacht, witzigerweise gerade. Echt? Mhm. Okay, aber wir haben das umgeändert. Mhm. M steht für My Artist. Mhm. F steht für Feature. Mhm. Und K für Kill. Für was? Für Killer? Für Kill, ja. Killer. Okay, Kill. Kill, Killer, töten. Dissen, töten, umbringen, Hals umdrehen. Ich möchte aber niemanden töten. Nicht schlimm. Auf jeden Fall, My Artist bedeutet, wen du featuren willst. Signen. Wenn du signen willst. Signen. Ja, genau. Okay. Und Feature ist klar und Kill ist ja auch klar. Ah, okay, alles klar. Okay? Okay. Mhm. Okay. Also. Aber töten, also bedeutet, die dissen dann oder den mag ich nicht oder was? Ja, Kill so rausschmeißen, so den kann man nicht gebrauchen, eher gesagt. Okay, aber das ist ja dann voll böse. Ja, also eigentlich no hate, aber man muss halt einen rausschmeißen. Dann einigen wir darauf, dass ich denjenigen nicht hasse, sondern dass es einfach nicht mein Musikgeschmack ist und dass ich denjenigen vielleicht aber trotzdem mag. Okay, also K für keinen Musikgeschmack. Genau. Oder einigen wir uns darauf? Ja. Okay, sehr gut. Dann schüttel ich jetzt mal durch. So. Und jetzt würde ich sagen, zieh mal 3 Stück und du liest sie mir alle vor. Ja, greif ganz hinten rein, da habe ich die anderen versteckt. Chata. Okay, der nächste. Miami Yassin. Oho. Animus. Okay, dann fangen wir mal an. My Artist, welchen von den dreien würdest du signen? Animus. Warum? Weil er eine coole Einstellung hat. Ich habe mal so, ich glaube bei JamFM habe ich so ein Real Talk Ding von ihm gesehen. Das hat mich überkrass geflasht. Kenne ich, habe ich auch gesehen. Ja, das. Überkrass. Ja, voll. Hat er nicht 2 gemacht? Er hat 2 gemacht. Ja, aber ich kann mich gerade nur daran erinnern, dass ich ihm auch damals geschrieben habe bei Facebook, dass er voll der krasse Typ ist und ich voll auf seiner Seite bin mit der Meinung und so. Und deswegen. Also deswegen Animus. Ja. Und featuren? Also Animus ist jetzt draußen. Featuren? Ja. Featuren würde ich Miami Yassin, weil er voll den geilen Sound hat, so voll so dieses, ja, ich feiere das, ich feiere seinen Sound. Also diesen New School Style, ja. Genau. Und Ratha fliegt raus? Nein, Ratha fliegt nicht. Muss ich den rausschmeißen? Ja, der ist halt übrig geblieben so. Das wäre halt dann der, kein Musikgeschmack. Ach so, nee, Ratha finde ich auch toll. Na, dann schmeiß ich lieber, ja. Nee, ich schmeiß Ratha raus. Okay, warum? Jetzt musst du es begründen. Weil, naja, er ist so eher so ein Papa. Ich würde ihn mir eher so als Papa wünschen. So Kuschelbär? Ja, so ein Kuschelbär. Das wäre geil, gell? Ja. Ratha, mach mal Kuscheltiere von dir. Würden wir uns auf jeden Fall ins Zimmer legen. Ja. Oder? Ich habe ihn auch schon mal kennengelernt, kurz mal. Und der ist ganz lieb. Echt? Ja. Wo hast du ihn kennengelernt? Bei der Straight Outta Compton Premiere in Berlin. Okay. Geil. Ja. Ich habe ihn leider noch nicht kennengelernt, also falls du das sehen solltest, wird langsamer Zeit, gell, würde ich mal sagen. Ja, also das war's eigentlich. Jetzt kommen wir so zum Schluss. Wie sieht's in Zukunft bei dir aus? Was erwartet die Leute? Was hast du vor? Was hast du nicht mehr vor? Ich entscheide nach meinem Bauchgefühl, aber eins kann ich sicher sagen, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Singles mit meinem Verlobten raushauen. Okay, der Verlobte ist? Der Asiate, genau. Wir heiraten noch nächstes Jahr. Echt? Ja, am 5.9.2020. Und dann nice. Auf jeden Fall ein paar Singles raushauen, aber so alles nach Bauchgefühl, was ich gerade Bock habe.
Also ist jetzt nichts geplant, so ein Album oder... Doch, ich komme voll mit den krassen... Nee, nein, ist nichts geplant, gar nichts. Ich lasse die Bombe nicht planen. Immer Bauchgefühl. Wenn irgendwas Schönes oder was Schlechtes oder was weiß ich, immer Songs darüber schreiben und raushauen und Bauchgefühl einfach. Das feiern die Leute, glaube ich, am meisten. Statt okay. dieses... Battle-Turnier? Nee, Battle nicht. Gar nichts mehr? Nee, ich habe zu wenig Hass mehr in mir. Ich habe meinen ganzen Hass Luft gemacht, weißt du? Ich habe meinen ganzen Hass, ich meditiere ja jetzt. Ja, wollte ich gerade fragen. Ich bin so eine Öko-Fotze geworden und ich habe keinen Hass mehr in mir. Ich habe nur noch Liebe übrig für alle. Komplett. Eine Öko-Fotze, das war schön. Yes. Keine Werbung auf dem YouTube-Video. Dank dir. Keine Werbung? Ja. Nee, ich mach mal keine Werbung. Wie mein... Also auf dem YouTube-Video. Wegen Fotze. Ach so, nee. Ja, hast du recht. Scheiße, war's. Ja. Ach was, Spaß. Gibt's noch irgendein Schlusswort oder so, was du den Leuten sagen willst, was du generell sagen willst? Oder gibt's irgendwelche Geheimnisse, die du verraten darfst? Geheimnisse? Nee. Nee. Ich bin jetzt Moderatorin bei MDR Sputnik. Echt? Ja. Da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Also checkt's ab. Ja. Yeah. Okay. Das war's, Lomara. My Music Space, Peace.